Hallo zusammen und damit herzlich willkommen zu der heutigen Sendung über den Rotlippenfledermausfisch. Manche fragen sich jetzt bestimmt, was ist ein Rotlippenfledermausfisch? Ich erkläre es euch. Der Rotlippenfledermausfisch ist ein Fisch, der bis zu 25 cm groß wird. Er bevorzugt sandigen Untergrund und kaltes Wasser. Er ist im Süden und im Norden von kleinen Inselgruppen am ehesten zu finden. Wie sein Name ja schon sagt, er sieht gleich aus, fast gleich wie eine Fledermaus. Dazu kommen noch seine knallroten Lippen. Man meint, er hat Lippenstift darauf. Aber nein, diese Lippen haben eine Funktion. Weil dieser Fisch nicht schwimmen kann und laufen kann er dank seinen steifen Beinen auch nicht so gut, ist er nicht sehr flink und wartet einfach, bis sein Essen angeschwommen kommt. Also, seine Lippen ziehen das Essen an und er kann einfach essen, ohne sich zu bewegen. Er frisst kleine Fische und Krustentiere. Dieser Fisch lebt 15 bis 100 Meter unter Wasser am Boden. Wenn man den Fisch sehen will, muss man runtertauchen und suchen, weil er ist sehr gut getarnt, da er so flach ist und seine Oberfläche sehr ähnlich wie der Sand aussieht. Also, wenn ihr ihn suchen gehen wollt, dann könnt ihr das gerne machen. Hoffentlich hat es euch gefallen und ihr schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Auf Wiedersehen.